Bevor es Länder, Städte und Staaten, bevor es Pferde, Bären oder Elefanten gab und bevor der erste Mensch durch die Wälder streifte, war die Erde voll von sonderbaren und fantastischen Wesen. Die größten dieser Geschöpfe nannten sich Dinosaurier. Aber das Reich der Dinosaurier begann sich zu verändern. Das Wetter, die Pflanzen und auch die Tiere, alles wurde anders. Doch trotz der Veränderungen, die in der Welt vor sich gingen, blieb das Leben im großen Tal so, wie es war. Die Dinosaurier, die hier lebten, waren glücklich und zufrieden. Littlefoot, der kleine Langhals-Dinosaurier, spielte immer noch mit seinen vier Freunden, Zera, Petri, Ducky und Spike. Und als unsere fünf kleinen Freunde eines Tages hoch oben auf einem Felsplateau standen und ihr großes Tal bewunderten, entdeckte Littlefoot eine Herde Dinosaurier, die sich langsam auf das große Tal zubewegte. Wow, wer sind die denn? Wen meinst du, Littlefoot? Da drüben, Zera, sieh doch! Hey, na sowas, das sind ja lange Hälse wie du, Littlefoot. Ja, ich möchte wissen, wo die herkommen. Und wer sonst konnte die Frage wohl beantworten als Littlefoots Großmutter und sein Großvater, die gerade ihr tägliches Bad nahmen. Großmutter, Großvater, eine Herde von Langhälsen kommt in unser Tal. Ja, wir haben sie auch schon gesehen, Littlefoot. Großmutter, warum putzt du mir das Gesicht? Es wird doch sowieso wieder schmutzig. Weil wir jetzt darüber gehen werden, um unsere Besucher zu begrüßen, Littlefoot. Und du willst doch hübsch aussehen, nicht wahr? Ja, natürlich. Aber wer sind sie und woher kommen sie? Das sind unsere Verwandten, Littlefoot. Das ist eine Nomadenherde. Was für Maden? Nomaden. Sie reisen und leben an verschiedenen Orten. Du meinst, sie leben nicht immer an einem Ort wie wir? Genau. Das würde mir nicht gefallen. Ich wohne sehr gerne im großen Tal. Ja, wir auch, kleiner Littlefoot. Und jetzt kommt, begrüßen wir unsere Verwandten. Hey, haben die vielleicht auch Kinder? Ja, da bin ich mir sicher. Oh. Großvater! Ist alles in Ordnung? Eigenartig. Ich habe mich plötzlich so müde gefühlt. Es ist wohl besser, wir bleiben hier. Ach, Schnickschnack, ich fühle mich ja schon viel besser. Ah, Littlefoot, du gehst voran, einverstanden? Na dann los, mir nach alle miteinander. Es geht mir gut, Liebling, wirklich. Littlefoot, seine Großmutter und sein Großvater gingen weiter und standen kurz darauf vor der fremden Herde. Willkommen in unserem Tal, ihr Lieben. Danke für eure Gastfreundschaft. Wie ist das Klima bei euch? Unser Klima? Naja, wie immer. Und euer Land? Hat es sich verändert? Wieso? Nein, überhaupt nicht. Das ist gut. Da habt ihr Glück. Aber wer weiß, wie lange das noch so bleibt. Was meint diese alte mufflige Langhälse mit "aber wer weiß, wie lange das noch so bleibt"? Meine Herde ist kreuz und quer durch das Land gezogen und überall verändern sich die Dinge. Das ist ja Fluch. Meinst du, dass es hier bei uns auch Veränderungen geben wird, meine Liebe? Wer weiß das schon? Alles, was ich weiß, ist, dass unser Land einst genauso war wie euer Land. Und dann viel Wasser vom Himmel, wochenlang, schier endlos. Alles wurde nass und sumpfig. Sonderbare Geschöpfe machten das Land, das einst trocken war, zu ihrer Heimat. Andere wiederum nisteten sich in den Bäumen ein, die unsere Nahrungsquelle waren. Das einst so grüne und fruchtbare Land, durch das wir jahrelang gezogen sind, wurde zum Land der Nebel.
Wir hatten keine Wahl. Wir mussten es verlassen. Soll das heißen, dass du mit deiner Herde bei uns bleiben willst, Älteste? Wir bleiben nirgendwo sehr lange. Ihr und die anderen Langhälse aus dem großen Tal dürft euch uns gerne anschließen, wenn wir weiterziehen. Je mehr wir sind, desto sicherer ist es. Großvater, wir werden doch nicht etwa von hier wegziehen, oder? Natürlich nicht, Littlefoot. Das große Tal ist doch unsere Heimat. Ich bin so froh, dass du nicht weggehst. Das bin ich. Oh ja, oh ja. Das große Tal wird sich niemals nicht verändern. Oh nein, 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 nein. Ich auch froh, dass ihr nicht geht. Ich dich viel groß vermissen. Ich würde dich auch vermissen, Petri. Soll das heißen, du würdest mich auch vermissen, Spike? Zera, würdest du mich auch vermissen? Na ja, ich, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Das werde ich nicht verraten. Warum verrätst du es uns nicht, Zera? Ist es etwa ein Geheimnis? Ist es eins? Hä? Tja, wer weiß. Wenn du das wirklich wissen willst, musst du mich zuerst fangen. Ich dich fangen, Zera. Da musst du aber schneller sein. Und als auch Littlefoot sich anschickte, hinter Zera herzulaufen, hörte er plötzlich ein Krachen über sich. Er schaute nach oben und sah, wie ein kleiner Langhalsdinosaurier aus einem Baum heraus auf die Erde plumpste. Aua! Hey, du bist ein Langhals, genau wie ich. Ich bin Ellie und wer bist du? Littlefoot. Willst du mit mir spielen, Littlefoot? Na klar. Toll, fangen, du bist. Vielleicht, aber nicht mehr lange. Littlefoot rannte so schnell er konnte, immer Ellie hinterher. Er konnte sie zwar nicht fangen, kam aber seinen Freunden immer näher. Zera hatte einen Entschluss gefasst. Schon gut, schon gut. Ich sag Littlefoot, dass ich ihn vermissen würde. Seid ihr jetzt endlich zufrieden? Hey, seht doch, da sind ja zwei Littlefoots. Littlefoote? Es kann nicht zwei Littlefoots geben. Das ist völlig unmöglich. Aber sehen wir trotzdem mal nach. Seht ihr? Das ist gar nicht Littlefoot, das ist ein Mädchen. Japp, 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 du hast recht, sie ist ein Mädchen. Hallo Leute, das ist meine neue Freundin, Ellie. Hallo Ellie. Hi, hi, hi. Hi Ellie, ich bin Petri. Und ich bin Ducky und das ist mein Bruder Spike. Er kann nicht reden wie wir. Oh nein, aber er sagt trotzdem Hallo. Und ich bin Zera, ein Dreihorn selbstverständlich. Was ist denn los, Ellie? Ich habe Angst. Sind wir denn furchterregend? Oh ja, Petri, sehr furchterregend. Also zufälligerweise können wir drei Hörner sehr, sehr furchterregend sein. Zera, das war nicht nett von dir. Tut mir leid. Hör mal, Ellie, du brauchst von meinen Freunden keine Angst zu haben. Glaub mir, die sind ganz, ganz nett, wirklich. Aber Littlefoot, das sind keine Langhälse wie wir. Tut mir leid, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sie solche Angst hat. Sie hat doch keine Angst. Sie ist nur arrogant. Auf die können wir verzichten. Kommt. Ja, wir verzichten sie. Kommst du denn nicht mit, Littlefoot? Ich komm schon. Littlefoot, hier drüben bin ich. Hast du deine Meinung geändert? Willst du doch mit mir und meinen Freunden spielen? Statt zu antworten, zog Ellie so komische Grimassen, dass Littlefoot lauthals lachen musste. Ellie konnte das aber auch zu gut. Zera war ganz schön sauer. Wenn Littlefoot lieber mit der da spielt, dann ist er nicht unser Freund. Was? Beleidigt zog Zera. Littlefoot und Ellie aber vergnügten sich.
spielten weiter Fangen und Verstecken und planschten im See. Ups. Entschuldige, Littlefoot. Ach, das macht doch nichts. Du bist wirklich lustig, Littlefoot. Ich hoffe, wir sind Freunde. Natürlich sind wir Freunde. Und Freunde teilen. Freunde, ich habe sie einfach hängen lassen. Ich muss los. Hoffentlich sind sie nicht sauer auf mich. Sera! Ducky! Petri! Spike? Sie sind bestimmt längst zu Hause. Ganz bestimmt. Gehen wir. Es ist schon spät. Meine Großeltern werden sich Sorgen machen. Also machten sich beide auf den Heimweg. Aber als sie zu Hause ankamen... Oh Schreck, was war hier los? Wieso waren da so viele Dinosaurier? Und wieso lag Littlefoots Großvater regungslos auf dem Boden? Großmutter, was ist los? Was hat Großvater? Dein Großvater ist sehr krank, Littlefoot. Krank? Er wird doch wieder gesund, oder? Das weiß ich nicht, Littlefoot. Einige Dinosaurier werden wieder gesund und andere nicht. Ich habe diese Krankheit schon sehr oft in meinem Leben gesehen. Kein Dinosaurier wurde je von ihr geheilt, es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, man isst die goldenen Blätter von der seltenen Nachtblume. Die Nachtblume? Habt ihr das gehört? Die Nachtblume? Ja, die goldene Blätter. Kranke Dinosaurier essen sie und sind geheilt. Wenn... Sie rechtzeitig essen. Großmutter, wir müssen die Nachtblume für Großvater besorgen, schnell! Sag mir, Älteste, wo kann man diese Nachtblume finden? Im Land, aus dem wir kommen. Das ist das Land der Nebel. Das Land der Nebel. Hört mich an. Wer von euch führt mich zur Nachtblume? Ich nicht. Ich gehe nie wieder dorthin zurück. Nein, unser altes Zuhause hat sich zu sehr verändert. Langhälse sind dort nicht mehr willkommen. Aber was ist mit meinem Großvater? Es ist zu gefährlich. Komm, Ellie, es ist Zeit. Aber Mama, können wir Littlefoots Großvater gar nicht helfen? Es tut mir wirklich sehr leid, Liebling. Wir können nichts machen. Ja, Großvater? Littlefoot, ich will, dass du mir was versprichst. Falls mir irgendetwas zustoßen sollte. Aber Großvater, glaub mir, nichts wird passieren. Ich werde mich schon um dich kümmern. Du bist noch jung, mein Kleiner. Und deine Großmutter ist nicht mehr so stark, wie sie einmal war. Wenn sich unser Tal verändert, werde ich nicht da sein, um euch zu beschützen. Unsere Verwandten sind stark und ihre Älteste ist weise. Ich finde sie gar nicht so weise. Littlefoot, versprich mir... dass du und Großmutter mit ihnen geht, wenn die Zeit gekommen ist. Aber Großvater, du wirst doch wieder gesund. Versprich es mir. Ich verspreche es. Es ist Zeit, schlafen zu gehen, Littlefoot. Aber ich möchte lieber Großvater helfen. Du kannst mir helfen, indem du dich jetzt schlafen legst. Gibt es denn gar nichts, was ich tun kann? Littlefoot, wir alle müssen lernen zu akzeptieren, was der große Kreislauf des Lebens uns auferlegt. Nein! Bitte versuch das zu verstehen, mein Kleiner. Da können wir wirklich nichts machen. Beruhige dich erstmal. Der ewige Kreis des Lebens bringt uns auch viele gute Dinge. Manchmal sogar, wenn wir es am wenigsten erwarten. Gute Nacht, mein kleiner Junge. Aus Großmutters Augen tropfte eine dicke Träne auf Littlefoots Nase. Großmutter schaute Littlefoot noch einmal an. Dann drehte sie sich um und stapfte langsam zurück, um bei Großvater Wache zu halten. Littlefoot konnte nicht einschlafen. Unruhig wälzte er sich hin und her. Dann fasste er einen Entschluss. Und ich werde doch etwas tun. Ja, ich suche die Nachtblume. Ich komme wieder zurück. Littlefoot stand auf und schlich an den schlafenden Dinosauriern vorbei, stieg vorsichtig über sie hinweg, bis er gefunden hatte, was er suchte. Ellie, seine neue Freundin. Littlefoot fand sie warm eingekuschelt am Bauch ihrer Mutter liegend. Ellie, wach auf!
Littlefoot? Psst! Hey, was machst du denn hier? Ich muss diese Nachtblume finden. Was? Ellie überlegte nicht eine Sekunde. Vorsichtig stand sie auf und ging mit Littlefoot ein Stück, sodass sie sich ungestört unterhalten konnten. Sagst du mir, wo sie wächst? Das geht nicht, Littlefoot. Das ist zu gefährlich. Das Land der Nebel ist voller schrecklicher Monster. Du kannst ja nicht alleine hingehen. Mach ich auch nicht. Ich frage Zera, Ducky, Petri und Spike, ob sie mitkommen. Aber Littlefoot, was ist mit mir? Naja, ich dachte nicht, dass du mitkommen willst, weil du meine Freunde doch nicht leiden kannst. Und außerdem hast du gerade gesagt, du willst nicht mit. Ich komm mit, aber ohne deine Freunde, ja? Was? Weißt du, wenn wir so viele sind, dann sind wir zu langsam. Also, ich weiß nicht. Beeil dich, Littlefoot. Ich kenne den Weg, die anderen nicht. Wir müssen sofort los, sonst werden die Erwachsenen versuchen, uns aufzuhalten. Beide zogen los. Einem ungewissen Abenteuer entgegen. Am nächsten Morgen war die Aufregung bei Littlefoots Freunden groß. Wo war Littlefoot? Und wo war Ellie? Ich konnte sie nicht finden. Nein, nein, nein. Oh, ich ihn auch nirgends gefunden. Wahrscheinlich versteckt er sich nur für uns, damit er mit dieser blöden Ellie spielen kann. Oh, Littlefoot, ich habe so Angst. Deine Freunde sind furchterregend und schrecklich. Halt sie mir vom Leib, halt sie mir vom Leib. Das ist der Littlefoots Großmutter. Littlefoot, wo steckst du? Irgendetwas stimmt da nicht. Oh nein, oh nein. Littlefoot! Ich fürchte, er ist losgezogen, um die Nachtblume zu suchen. Oh, mein tapferer Littlefoot! Littlefoot und Ellie waren die ganze Nacht hindurch gewandert. Über Stock und Stein, Berg und Tal. Littlefoot schaute sich um. Er hatte dieses Land noch nie gesehen. Diese vielen Hügel und Berge. Littlefoot wusste überhaupt nicht mehr, wo sie waren. Und auch Ellie schien unsicher zu sein. Weißt du ganz sicher, wo wir hingehen, Ellie? Naja, so ungefähr. So ungefähr? Weißt du, meine Herde ist so viel herumgezogen, dass ich manchmal vergesse, wo ich bin. Oder wo ich war. Aber keine Sorge. Ich glaube, wir müssen da lang. Weiter ging die mühselige Wanderung, bis sie zu einem Felsvorsprung kamen, an dessen gegenüberliegender Seite ein Wasserfall, überzogen von einem herrlichen Regenbogen, in die Tiefe stürzte. Oh, ist das schön! Oh, Littlefoot, ich erinnere mich an diesen Wasserfall. Wir sind genau richtig. Komm mit! Wir müssen durch diese Höhle. Die Höhle, deren Eingang direkt neben dem Felsvorsprung lag, war riesengroß. Größer als die größte Kathedrale, die ich je gesehen habe. Auch Littlefoot hatte so etwas noch nie gesehen. So groß die Höhle war, so schön war sie auch. Der Boden war mit Wasser bedeckt, aber nicht hoch. Das Wasser ging Littlefoot und Ellie gerade mal über die Zehen. Dass die beiden so schnell bremsen konnten. Denn hinter dem Ausgang war nichts mehr. Nur unendliche Tiefe, in die die beiden beinahe hineingeplumpst wären. Ich denke, wir gehen lieber wieder zurück. Lieber wieder zurück. Wer war das? Keine Ahnung, Ellie. Aber ich glaube, er will, dass wir zurückgehen. Wer bist du? Wer bist du?
Littlefoot! Du kannst nicht da unten sein, wenn du hier oben bist. Oder da? Tja, also ich glaube nicht. Zum Glück war den beiden nichts passiert, als es nur so krachte und Steine prasselte. Und doch, ein großer Steinschlag war kurz vor dem Ausgang der Höhle niedergegangen und hatte Littlefoot und Ellie voneinander getrennt. Ellie war auf der Seite des Ausgangs der Höhle und konnte nicht zu Littlefoot. Und Littlefoot war in der Höhle eingesperrt und konnte nicht zu Ellie. Littlefoot? Littlefoot! Littlefoot, bist du verletzt? Das schaffe ich nicht alleine. Keine Sorge, Littlefoot. Bin gleich zurück. Ellie? Ellie? Ellie, hörst du mich? Ellie konnte Littlefoot nicht mehr hören, denn sie war bereits unterwegs, um Hilfe zu holen. So schnell ihre Beine sie tragen konnten, lief sie zurück zum großen Tal. Dort hatten sich Zera, Petri, Ducky und Spike um Littlefoots Großmutter versammelt und hörten ihr aufmerksam zu. Und als dann Littlefoots Großvater krank wurde, hat uns die Älteste erzählt, dass nur die goldenen Blätter der Nachtblume ihn heilen können. Littlefoot war sehr um seinen Großvater besorgt. Ich kenne ihn. Ich weiß, dass er ins Land der Nebel gegangen ist, um die Nachtblume zu finden. Oh, nein, nein, nein. Vielleicht ist er einfach nur unterwegs und spielt mit dieser blöden Alten, wie heißt sie noch? Ihr Name ist nicht blöde Alte, wie heißt sie noch, sondern Ellie. Schon vergessen? Mhm. Littlefoot würde nicht weggehen, um zu spielen, Zera. Nicht, wenn sein Großvater so krank ist. Außerdem wird Ellie auch vermisst? Ja, natürlich. Vermutlich kennt sie den Weg ins Land der Nebel. Ich bin sicher, dass sie gemeinsam mit Littlefoot auf der Suche nach der Nachtblume ist. Oh, nur keine Sorge. Wir werden sie einholen. Oh ja, das werden wir. Nein, Ducky, auf keinen Fall. Das dürft ihr nicht. Das kann ich nicht verantworten. Das Land der Nebel ist ein sehr gefährlicher Ort. Ihr müsst mir versprechen, dass ihr nicht dorthin geht. Gut. Ich verspreche es. Ich auch versprechen. Diese kleinen Gauner. Während sie Littlefoots Großmutter das Versprechen gaben, nichts auf eigene Faust zu unternehmen, kreuzten sie hinter ihren Rücken die Finger. Die Beine. Aber das zählt ja genauso. Also machten sich die vier Freunde heimlich auf, ihren Freund Littlefoot und Ellie zu suchen. Sie stapften los und hatten Glück. Noch vor dem Tal der Nebel trafen sie auf Ellie, die ihnen von dem Erdbeben und von dem nun eingesperrten Littlefoot erzählte. Jetzt galt es, sich noch mehr zu beeilen. Littlefoot hatte inzwischen die Höhle erforscht, aber keinen weiteren Ausgang gefunden. Er wusste, dass er auf Hilfe warten musste. Also machte er es sich so bequem wie möglich. Doch plötzlich hörte er etwas. Littlefoot schaute sich um und sah, wie eine Riesenschildkröte auf ihn zukam. Was machst du in meiner Höhle? Weißt du... Hey, du hast ja gar keine Zähne. Ja, ich weiß. Niemand hat vor mir Angst, selbst wenn mein Leben davon abhing. Aber ich versuche es immer wieder. Diese Höhle ist ein gefährlicher Ort. Ich weiß. Ich heiße Archie und wie heißt du? Littlefoot. Erzähl mal, Littlefoot, was machst du hier so ganz allein? Ich bin ja nicht allein. Ich bin mit meiner Freundin Ellie hier. Das heißt, falls es ihr noch gut geht.
Da liegst du auf der anderen Seite der Felsen. Hui, was für ein Steinschlag. Da hast du aber Schwein gehabt. Hoffentlich ist deine Freundin nicht verletzt. Hilfst du mir, zu ihr durchzukommen? Natürlich, wir können es ja versuchen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, weißt du? Oder ein gezerrter Muskel. Es war ein hoffnungsloses Unterfangen für die beiden. Sie schafften es nicht, die großen Felsbrocken zu bewegen. Aber etwas anderes bewegte sich. Tief hinten in der Höhle schob ein dickes, massiges Krokodil seinen schuppigen Körper vorwärts. Die messerscharfen Zähne blitzten, die Augen funkelten böse. Tja, apropos Augen, sie funkelten zwar böse, aber das war auch schon so ziemlich das Einzige, was sie noch konnten. Denn sehen und erkennen konnten sie fast gar nichts mehr. Und das Krokodil wäre schon längst verhungert, hätte es nicht einen blinden Hund. Das heißt, in diesem Falle einen blinden Vogel. Iki. Iki war ein kleiner, geierähnlicher Vogel, der für das Krokodil die Beute erspähte und seinen Partner zu dieser Beute hindirigierte. Und zum Dank bekam Iki etwas von der Beute ab. Auf diese Weise kamen die beiden so halbwegs über die Runden. Und gerade jetzt war Iki wieder im Anflug und landete auf dem Kopf des Krokodils. Nur die Ruhe, Dil. Ich bin es, Iki. Iki, du weißt doch genau, dass ich nicht so gut sehen kann. Warum schleichst du dich so mies an mich ran? Naja, ich bin eben ein Miesling. Und, hast du irgendwas zu essen entdeckt? Nein, nichts mehr seit diesem leckeren Langhalsbabys. Iki, ich hab Hunger. Du hast Hunger? Und was ist mit mir? Ich mach doch hier die ganze Drecksarbeit. Du, ich besorge uns das Essen. Aber ohne mich wär's mit dem Essen. Ess ich. Ich bin die Augen. Na, und ich bin die Zähne. Machte das Krokodil und ließ sein riesiges Maul zuklappen. Vor Schreck flatterte Iki hoch. Und da erspähte er Littlefoot und die Schildkröte in der Felswand. Sofort brachte Iki das Krokodil auf die Fährte. Hey, Dil! Psst, leise, das ist eins von den Langhalsbabys. Irgendetwas sagt mir, dass es bald Abendessen gibt. Es nützt nichts. Wir schaffen es nie, uns hier durchzugraben. Keine Sorge, Kleiner. Das nehme ich zurück. Sorge nicht. Zum Abendessen immer geradeaus, Dill. Versteck dich! Littlefoot! Archie, wir brauchen ein Versteck! Mir nach, Junge! So schnell wie nur möglich schob Archie Littlefoot in eine kleine Felsspalte. Da konnte das Krokodil nicht rein. Littlefoot war sicher. Des kleinen Sees verschwunden. Zur rechten Zeit. Wo ist der hin, Iki? Wo ist der hin? Da, in der Felsspalte. Aber in die Felsspalte kam das Krokodil nicht hinein. Es überlegte kurz, drehte sich um, schlug mit dem Schwanz gegen den Felsen und versuchte auf diese Weise den Eingang zu vergrößern. Ja, ausgezeichnet! So musst du deinen Schwanz benutzen! Pass auf! Hey! Nein! Nicht! Pass auf! Da!
Tja, da hatte Iggy letztendlich doch noch einen Stein auf den Kopf bekommen. Genau zu diesem Zeitpunkt waren Ellie und Littlefoots Freunde auf der anderen Seite der Felsbrockenmauer angelangt. Oh nein, das hört sich ja an wie ein weiteres Erdrütteln. Und es scheint böse. Ja, sehr, sehr böse. Was wir jetzt machen, Littlefoot in großen Schwierigkeiten. Was steht hier so dumm in der Gegend rum, Freunde? Wollen wir Littlefoot nun retten oder nicht? Ja. Ja. Warte, Zera, wir helfen dir. Geh mir einfach aus dem Weg. Und gemeinsam wurde Stein für Stein aus der großen Mauer abgetragen. Es wurde auch höchste Zeit, denn das Krokodil hatte mittlerweile ein ganz schön großes Loch in den Felsen hineingeschlagen. Aug in Aug stand es jetzt dem kleinen, verängstigten Littlefoot gegenüber. Ich weiß, es ist irgendwo hier drin. Ich sehe es, Iggy, ich sehe es. Na, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt runter damit und vergiss nicht mehr, was übrig zu lassen. Zurück, du Fettwanst. Der Junge ist nur ein Imbiss. Ich bin eine Mahlzeit. Ah ja, Schildkrötensuppe gibt's vor dem Hauptgang. Klopft das die Meichel? Das Krokodil und Iggy leckten sich Schnauze und Schnabel und bereiteten sich auf ihr Abendessen vor. Doch auf der anderen Seite der Mauer holte Zera zum entscheidenden Schlag aus. Mit aller Wucht rammte sie ihren harten Kopf gegen die Felsen. Die Mauer brach zusammen und der allerdickste Felsen fiel dem Krokodil auf das weit aufgerissene Maul. Wutsch, machte es. Das Maul klappte zu und blieb auch zu. Kein Abendessen. Zera, Petri, Ducky, Spike! Es geht dir gut. Ich dir vermisst. Oh, Littlefoot. Woher wusstet ihr, wo ich bin? Ellie hat uns den Weg gezeigt. Ja, das hat sie. Danke, Ellie. Ich hatte Angst, dass dir vielleicht etwas Schlimmes zugestoßen sein könnte. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Hey, wir müssen verschwinden, bevor dieser kurzsichtige Vielfraß und der scharfschnäblige gerne groß aufmachen. Wer ist das? Das erkläre ich euch später. Nichts wie weg! Ja! 1, 2, 3 und schon waren das Krokodil und Iggy allein. An einem sicheren Platz in der Höhle erzählten Littlefoot und Archie, was alles passiert war. Und dann wollten die kurzsichtige Dicke und der mit dem scharfen Zinken Archie und mich zum Abendessen verspeisen. Und im letzten Augenblick habt ihr uns gerettet. Genauer gesagt, ich habe euch gerettet. Aber Ellie hat uns doch hierher geführt. Und du wolltest eigentlich gar nicht mitgekommen. Na und? Jetzt bin ich doch hier, oder? Du hättest von Anfang an deine wahren Freunde bitten sollen, dir zu helfen, die Nachtblume zu finden. Die Nachtblume? Was wollt ihr denn mit der Nachtblume? Ich brauche sie, weil mein Großvater sehr krank ist. Nur deswegen war ich eigentlich in der Höhle. Ich muss ins Land der Nebel, um die Nachtblume zu finden. Hey, Kleiner, warum hast du denn das nicht gleich gesagt? Ich kenne eine Abkürzung. Was? Und Archie brachte Littlefoot und seine Freunde zu einem geheimen Ausgang der Höhle, den nur er kannte und der direkt in das Tal der Nebel führte. Archie, du hast es geschafft! Hurra, ein Ausgang! Vielen Dank, Archie. Ich dachte schon, wir finden niemals aus dieser Höhle raus. Bitte passt gut auf euch auf, mein kleiner Freund. Ihr seid noch so jung und es ist gefährlich da draußen. Ja, ich weiß. Aber mein Großvater braucht meine Hilfe. Tut mir einen Gefallen und bleibt immer zusammen. Ihr seid zwar klein, aber gemeinsam seid ihr stark. Keine Sorge, Archie. Wir bleiben zusammen. Jap, 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 das werden wir. Macht's gut, Kinder. Und viel Glück. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Archie. Wiedersehen. Macht's gut, Archie. Nur ein paar Minuten später konnte Ellie Littlefoot und seinen Freunden das Tal der Nebel zeigen. Es war sehr beeindruckend. Obwohl sie nur die Wipfel der Bäume erkennen konnten. Der Rest des Tales
war in dichten, wabernden Nebel gehüllt. Littlefoot, sieh dir das mal an. Oh, toll. Wunderschön. Sind wir jetzt da, Ellie? Ja, Littlefoot. Das ist das Land der Nebel. Bleibt schön zusammen. Wenn ihr euch im Nebel verirrt, dann seid ihr verloren. Du musst keine Angst haben, Pietro. Ich bin doch bei dir. Ich doch keine Angst. Ich nur Panik. Wie lange dauert es noch, bis wir bei der Nachtblume sind? Nicht mehr lange, Littlefoot. Schritt für Schritt bewegten sie sich in dem dichten Nebel vorwärts. Da! Etwas Kaltes und Glitschiges huschte über Zeras Fuß. Vor Schreck schrie sie auf und rannte los in den dichten Nebel hinein. Was ist los, Zera? Irgendetwas Schleimiges hat mich berührt. Zera! Wo bist du, Zera? Sie ist verschwindet. Oh, die arme, arme Zera. Wir finden dich, Zera. Bleib ganz ruhig. Ja, gut. Aber beeilt euch! Bitte! Vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzend, suchten die Freunde Zera. Sie konnten sie jedoch nicht finden. Zera blieb verschwunden. Langsam lichtete sich der Nebel. Es schien sogar die Sonne. Littlefoot fragte die Tiere, die sie trafen, nach Zera. Aber niemand hatte sie gesehen. Doch dann trafen sie die kleine Maus Kitzlich. Hey, Kitzlich, hast du unsere Freundin Zera gesehen? Sie ist ein Dreihorn. Kitzlich schnatterte los und rannte den nächsten Baum hinauf. Pietri nachsehen. Ich glaube, er sieht sie. Pietri sie auch sehen. Und da saß die arme Zera am äußersten Rand eines Felsens, der über einen Fluss ragte. Hier drüben sind wir. Wir sind hier, Zera. Hallo, Zera. Ich kann euch sehen. Hey. Vor lauter Freude war Zera zu schnell aufgesprungen. Sie rutschte aus und fiel in den Fluss. Hilfe, ich ertrinke! Haltet euch, Zera! Wir werfen dir eine Liane rüber! Beeilt euch! Zera, fang die Liane! Ein paar Meter noch, dann wäre Zera gerettet gewesen, wenn sich da nicht ein ungebetener Gast eingemischt hätte, der sich auf die gespannte Liane setzte. Icky. Mit einem Biss hatte er die Liane durchgetrennt. Danke für die wundervolle Abkürzung. Zum Abendessen. Hab ich dich. Du dickbäuchiges Rindvieh, das war kein Abendessen, das war ein Baumstamm. Hat auch irgendwie komisch geschmeckt. Jetzt bewies Ellie, wie mutig sie war. Sie rannte zum Fluss hinunter und sprang dem Krokodil todesmutig auf den breiten Rücken. Ich komme, Zera! Zera packte Ellies Schwanz und zog sich daran hoch. Das Krokodil war stinksauer. Zwei köstliche Mahlzeiten, aber die saßen unerreichbar auf seinem Rücken. Wie sollte es da rankommen? Wütend schwamm es hin und her, um seine Mahlzeiten abzuschütteln. Aber Zera und Ellie konnten sich retten. Sie bekamen einen dicken Ast zu fassen, kletterten daran hoch und sprangen von dort auf das sichere Land. Danke, Ellie. Gern geschehen. Hey, Freunde! Ihr braucht euch keine Sorgen mehr zu machen. Ellie ist jetzt meine Freundin. Yeah! Und so zogen nun sechs dicke Freunde weiter. Weiter auf der Suche nach der geheimnisvollen Nachtblume. Das heißt, Maus Kitzlich war auch mit von der Partie und thronte stolz auf Spikes breitem Kopf. Tja, und weil ich so viel mit meiner Herde herumgezogen bin, habe ich nie etwas anderes als Langhälse kennengelernt.
Aber bei allem, was passiert ist, weiß ich jetzt, dass es toll ist, alle möglichen Arten von Freunden zu haben. Ja, und das in allen Formen und Größen. Damit hatten Littlefoot und Ellie allen aus dem Herzen gesprochen. Aber wie sie ja leider festgestellt hatten, gab es nicht nur Freunde auf dieser Welt. Und zwei dieser anderen Gattungen waren nach wie vor auf der Suche nach ein paar Leckerbissen. Ecki, wir suchen jetzt schon seit Stunden nach diesen Kindern. Was hältst du davon, für ein Weilchen die Augen zuzumachen? Du hast recht, Dill. Du gehst schön ruhig weiter, während ich ein Nickerchen halte. Aber... Hey, wer von uns beiden isst hier das Auge? Ecki, du weißt doch, dass ich nicht sehen kann. Ja, aber wenn du dich weiter bewegst, müssen wir auf irgendetwas stoßen. Früher oder später. Gute Nacht. Oh, wart's nur... Ab, Ecki. Oh, wart's nur... Ach, vergiss es. Und so stolperte und rumpfte das Krokodil von einem Baum zum anderen, während Ecki auf seinem Rücken ein Schläfchen hielt. Littlefoot und seine Freunde konnten nicht schlafen. Sie mussten weiter. Und auch als es schon dunkel wurde und die Nacht herein war, es gab keine Pause. Wann sind wir denn endlich da? Meine Füße tun weh und außerdem habe ich Hunger. Ich weiß, Zera, aber wir müssen weiterziehen. Wir brauchen die Nachtblume für meinen Großvater. Wir sind ja fast da, nicht wahr, Ellie? Ich glaube schon. Wisst ihr, ehrlich gesagt habe ich selbst diese Blumen eigentlich noch nie gesehen. Hast du nicht? Oh-oh. Ich bin sehr, sehr müde. Oh ja. Vielleicht sollten wir uns doch eine Weile ausruhen. Erschöpft fielen unsere Freunde in einen tiefen Schlaf. Und als der goldene Mond am höchsten stand, geschah um sie herum ein Wunder. Tausende von Blüten öffneten ihre Kelche, schimmerten und leuchteten in goldenem Glanz. Littlefoot und seine Freunde schliefen in einem ganzen Feld der geheimnisvollen Nachtblumen, ohne es zu ahnen. Und wäre da nicht die Maus kitzlig gewesen, die nun versuchte, Ducky zu wecken? Wer weiß, vielleicht hätten unsere Freunde die Nachtblume nie gefunden. Doch so blinzelte Ducky verschlafen auf eine große, goldene Blüte. Oh, wie wunderhübsch. Eine goldene Blume. Eine goldene Blume? Das ist die Nachtblume. Oh ja, das ist sie. Wacht auf. Wir haben die Nachtblume gesucht, aber die Nachtblume haben uns gefunden. So schnell wie möglich pflückten sie so viele Nachtblumen, wie Spike tragen konnte. Dann ging es zurück. Zurück zu Littlefoots Großvater. Wenn wir die Nacht durchlaufen, könnten wir morgen früh zu Hause sein. Aber... Überraschung! Ihr lauft nirgendwo hin, außer vielleicht in das Innere unserer Bäuche, nicht wahr? Sie müssen hier irgendwo stecken. Ich wette, Sie sitzen hinter diesem Felsbrocken. Was für ein Felsbrocken? Ah, vergiss es, bleib einfach in meiner Nähe. Ich knabber sie an und du nagst sie ab. Schon flog Ecki los. Zu dem Felsen, hinter dem sich unsere Freunde versteckt hielten. Im Flug schnappte Ecki den armen Petri und flog mit ihm bis vor das schon weit geöffnete Maul des gefräßigen Krokodils. Sieh mal, was ich mir geangelt habe, Till! Hey, warum gibst du mir nichts ab? Weil dieser jämmerliche Appetit hat und für mich allein reicht. Du bist ja so egoistisch. Was machen wir jetzt?
bin ich nicht. Du bist egoistisch. Er gehört mir. Schluss aus. Da! Jetzt nicht die kleine Maus hatte eine wahre Heldentat vollbracht. Als sie sah, dass Icky zubeißen wollte, rannte sie los und hielt Icky die Schwanzspitze des Krokodils hin. Icky biss herzhaft zu. Da! Aber nicht, wie er vermutete, in Petri, sondern in den Schwanz. Petri war frei und alle anderen brachten sich schnell in Sicherheit. Dill, das Krokodil, war sauer. Dill, das war nicht so gemeint. Ganz ehrlich, das war ein Versehen. Ups! Da sind sie, hinter den Bäumen. Bleibt alle nicht zusammen! Aber sie blieben nicht zusammen. Denn als sie den Fluss überquerten, ein morscher Baumstamm diente ihnen als Brücke, da verlor Spike eine der goldenen Nachtblumen. Oh nein! Ducky machte sofort kehrt, um die Blume zurückzuholen. Aber da war auch schon Icky zur Stelle. Und versuchte, Ducky zu schnappen. Die wollte fliehen, rutschte aber aus und fiel in den Fluss. Hallo! Oh nein! Ducky! Ducky! Oh nein, bitte nicht! Doch da tauchte Bill, das Krokodil, aus dem Wasser auf. Und auf seiner Schnauze lag die ohnmächtige Ducky. Oh! Pack meine Freundin runter! Oh! Jetzt hast du sie, Dill! Wirklich? Dann gehört sie mir! Dill schleuderte Ducky hoch in die Luft und sperrte sein Maul weit auf, um Ducky darin verschwinden zu lassen. Ducky flog höher und höher. Tja, da hatte Spike doch tatsächlich vor lauter Schreck seine Sprache wiedergefunden. Und von seinem Ducky wachte Ducky aus ihrer Ohnmacht auf. Und merkte, dass sie unaufhaltsam auf dem Weg in das Maul des gefräßigen Krokodils war. Und doch, kurz über dem sperrangelweit geöffneten Maul von Dill, konnte Ducky einen Zweig greifen. Der Zweig bog sich zwar noch gefährlich nahe zum Maul des Krokodils hinab, schnellte dann aber hoch und schleuderte Ducky in Sicherheit, mitten zwischen ihre Freunde. Das Einzige, was Dill in sein Maul bekam, war Icky, der nicht schnell genug war, als das Krokodil sein Maul zuschnappen ließ. Nicht schlucken, Dill! Ich bin es, Icky! Icky? Mach auf, du Idiot! Du hättest mich beinahe aufgefressen! Aber das war ein Versehen, Icky. Ich hab dich nicht gesehen. Natürlich hast du mich nicht gesehen. Du siehst nicht einmal die Nase in deinem Gesicht. Du bist so gar nicht zu gebrauchen. Was? Ohne mich würdest du verhungern? Würd ich nicht. Würdest du doch. Würd ich nicht. Würdest du doch. Würd ich nicht, würd ich nicht. Aber doch, aber doch, aber doch. Jetzt halt still. Ich hab die Nase voll von dir, Icky. Von jetzt an mach ich alleine weiter. Nein! Wer ist da? Wer da war? Nun, da war ein Langhalsdinosaurier, der mitten im Fluss sein Bad nahm. Und der war auf Krokodile gar nicht gut zu sprechen. Und Dill, das kurzsichtige Krokodil, war nie wieder in dieser Gegend gesehen. Oben an Land kümmerten sich Littlefoot und seine Freunde liebevoll um die noch etwas geschwächte Ducky. Ducky? Hast du dich verletzt? Nein, ich glaube nicht. Aber ich dachte, ich hätte Spike reden hören. Das hast du auch, Ducky. Spike hat gesprochen. Oh, Spikey, ich bin ja so
glücklich. Du hast gesprochen. Jep, jep, jep. Ja, das hast du. Fröhlich schaute Ducky Spike an. Und jetzt endlich konnten unsere Freunde unbehelligt den Heimweg antreten. Maus Kitzlich begleitete sie bis zur Grenze des Tals der Nebel. Und du willst wirklich nicht mit uns kommen, Kitzlich? Glaubst du, dass wir ihn jemals wiedersehen, Ellie? Na, ich hoffe doch. Das Land verändert sich. Vielleicht leben wir eines Tages alle gemeinsam. Ja. Mach's gut, Kitzlich. Auf Wiedersehen. Maus Kitzlich hatte sich von allen verabschiedet und lief nun, so schnell ihre Beinchen sie tragen konnten, wieder zum heimatlichen Mauseloch. Und schon bald waren auch Littlefoot, Ellie, Zera, Petri, Ducky und Spike wieder zurück im großen Tal. Endlich sind wir zu Hause. Ja, ich hoffe, dass mein Großvater noch... Komm, Littlefoot, wir müssen uns beeilen. Es war noch nicht zu spät. Immer noch hielt Großmutter Wache bei Großvater, pflegte und liebkoste ihn. Großmutter? Littlefoot. Wir haben Nachtblumen mitgebracht. Oh, Littlefoot. Geht es Großvater gut? Er ist sehr geschwächt. Keine Angst, Großmutter. Die Nachtblumen werden ihn wieder gesund machen. Das hat die Älteste doch gesagt. Oh, ich hoffe, dass sie recht behält. Und dass es noch nicht zu spät ist. Kommt, Freunde, er braucht die Blumen. Spike schüttelte die Nachtblumen von seinem Rücken und Littlefoot häufte sie direkt vor seinem Großvater auf, sodass dieser sich beim Essen der Blumen kaum bewegen musste. Ganz langsam wurde der Berg der Blumen kleiner, bis Großvater nicht mehr weiter essen konnte. Er hat so viel gegessen, wie er konnte. Jetzt müssen wir einfach abwarten. Littlefoot. Großvater. Da bist du ja. Hallo, Littlefoot. Selber hallo, Großvater. Wie fühlst du dich, mein Lieber? Oh, schon viel besser. Ich glaube, die goldenen Blumen von Littlefoot haben gewirkt. Soll das heißen, dass Großmutter und ich das große Tal doch nicht verlassen werden? So ist es. Wie geht es ihm? Es geht ihm gut. Mein Großvater wird wieder ganz gesund. Ja! Ja, juhu! Da, es ist Zeit, Petri muss Hause gehen. Oh, du hast recht, Petri. Unsere Eltern werden sich sicher riesengroße Sorgen um uns machen. Ciao, Littlefoot. Mach's gut. Und als am nächsten Morgen die Sonne über dem großen Tal leuchtete, war Littlefoots Großvater dank der goldenen Nachtblumen wieder vollständig gesund. Und es war Aufbruchsstimmung. Die Herde Langhälse war bereit, weiterzuziehen. Alle mal herhören. In wenigen Augenblicken werden wir weiterziehen. Mach's gut, Littlefoot. Eines Tages werden wir uns wiedersehen. Oh ja, hundertprozentig. Danke für deine Freundschaft, Zera. Oh. Auf Wiedersehen, Petri. Dich werde ich ganz besonders vermissen. Oh, Backe. Dich und deinen Bruder Spike werde ich auch vermissen, Ducky. Wir werden dich auch ganz, ganz doll vermissen. Oh ja, das werden wir. Aber Spike spricht dir jetzt, also kann er es dir selber sagen. Na komm schon, kleiner Bruder. Ja, na, Spike, los, Spike. Hey, Spike, zeig, was du drauf hast. Jap, jap, jap. Spike kann sprechen, aber nur, wenn er will. Also dann, macht's gut. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ellie hopste ihrer Mutter hinterher. Dann verließen die Langhälse das große Tal. Ein aufregendes Abenteuer, das eine wunderbare Freundschaft hervorgebracht hatte, war zu Ende. Vielleicht leben wir eines Tages alle gemeinsam. Alle gemeinsam.
Die wandernden Dinosaurier hatten das große Tal verlassen und zogen in ein unbekanntes Land. Ach ja, Dittelfoot und seine Freunde Zera, Ducky, Petri und Spike haben Ellie tatsächlich eines Tages wieder getroffen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.